Am 5. April 2004 findet im Bogart's Nightclub in Cincinnati eine Metal-Show statt. Während das Konzert im vollen Gange ist, springt ein Fan auf die Bühne. Das kommt ab und an mal vor. Normalerweise lassen sich die Fans dann aber widerstandslos zurück ins Publikum führen. Doch an diesem Abend ist es anders. Der Fan, der die Bühne gestürmt hat, beginnt eine Auseinandersetzung mit einem herbeigeeilten Security. Dabei geht ein Teil der Lichtanlage zu Bruch, ebenso wie ein Verstärker. Mitarbeiter des Bogart's Club rufen sogar die Polizei dazu. Die Band, die an diesem Abend spielt, verzichtet aber darauf, Anzeige gegen den Fan zu erstatten. Die Musiker nehmen den Zwischenfall mit Humor. Der Sänger stellt den hartnäckigen Fan dem Publikum sogar scherzhaft als das fünfte Bandmitglied vor. Nur 8 Monate später wird derselbe Fan bei einem Konzert derselben Band erneut die Bühne stürmen. Dieses Mal aber Menschen töten. Dass aus Daryl Lance Abbott einmal ein Musiker werden würde, war eigentlich klar. Er wächst in den 70er Jahren mit seinem Bruder Vinny in Texas auf. Der Vater der beiden Jungen arbeitet als Produzent und Songwriter im Country-Genre. Mit dieser Musik können die Brüder Daryl und Vinny aber nicht allzu viel anfangen. Stattdessen entdecken sie ihre Leidenschaft für Rockmusik. Vor allem die Band Kiss hat es den Abbott-Brüdern angetan. Daryl spielt Gitarre, Vinny Schlagzeug. Und so gründen die beiden 1981 ihre eigene Band Pantera. Gemeinsam schreiben sie eigene Songs und spielen zahlreiche Konzerte. Ein Plattenlabel findet die Band zunächst nicht, aber die Abbott-Brüder lassen sich nicht unterkriegen und feilen ständig an ihrem eigenen Sound. In den 80ern arbeiten sie hart an ihrer Karriere und nach viel Arbeit und einigen Besetzungswechseln ist es endlich soweit. Die Band erhält einen Vertrag bei einem großen Label und startet durch. Die Gruppe besteht nun aus den Brüdern, Daryl, der inzwischen den Künstlernamen Dimebag Daryl erhalten hat, und Vinny, sowie dem Bassisten Rex Brown und Sänger Phil Anselmo. Pantera verkauft mehr als 7 Millionen Alben. Sie sind Vorreiter des Groove Metal und touren durch die ganze Welt. Ihre 1994 veröffentlichte LP schafft es sogar an die Spitze der US-Charts. Die Band prägt ihr Subgenre wie kaum eine andere und ist bis heute ein wichtiger Einfluss in der Metal-Szene. Bis auf einmal Schluss ist. Um die Jahrtausendwende herum kommt es bei Pantera immer wieder zu internen Konflikten. Die Brüder Dimebag Daryl und Vinnie Paul kommen einfach nicht mehr mit Sänger Phil Anselmo klar. Und das wirkt sich natürlich auf das Bandklima aus. 2003 gehen Dimebag und Vinnie deshalb zusammen einem anderen Projekt nach. Sie gründen gemeinsam eine neue Band, um sich abseits der Streitereien mit Phil Anselmo wieder kreativ ausleben zu können. So entsteht 2003 die Band Damage Plan. An die Erfolge von Pantera können Dimebag Daryl und sein Bruder mit Damage Plan nicht anknüpfen. Obwohl die Band ein Album veröffentlicht und eine ausgiebige US-Tour bucht, sind die Venues vergleichsweise klein. So richtig gut verläuft der Kartenverkauf auch nicht. Und das, obwohl Damage Plan die Tickets für einen Schnäppchenpreis von 8 US-Dollar anbietet. Aber für die Band spielt das keine Rolle. Damage Plan treten auf, egal wie viele oder wie wenig Leute letztendlich im Publikum stehen. Mit der Devastation Across the Nation Tour tritt die Band in mehr als 30 Städten in den USA auf. Neben Songs vom Debütalbum sind auch alte Hits von Pantera im Programm. Am 8. Dezember 2004 treten Damage Plan im Al Rosa Villa Club in Columbus, Ohio auf. In den Club passen eigentlich 600 Personen, aber nur um die 250 Gäste sind aufgetaucht. Einer von ihnen steht noch draußen, als die Vorbands im Club schon losgehen. Sein Name ist Nathan Gale. Gale wird von einem Passanten angesprochen und gefragt, warum er nicht reingehe, um die Show anzusehen. Gale entgegnet, er hatte keinen Bock, sich beschissene Local-Bands anzuschauen. Er will auf die Headliner des Abends, auf Damage Plan, warten. Der Grund, warum Nathan Gale nicht schon mal in den Club geht und stattdessen an der kalten Dezemberluft wartet, ist aber ein anderer. Er hat nicht mal ein Ticket. Das fällt auch dem Clubmanager auf, der die Lage vor dem Al Rosa Villa im Blick hat. Nathan hat schon vor dem Einlass für das Konzert am Tourbus von Damage Plan gewartet, um seine Helden zu treffen.
Und auf einen Fan ohne Ticket, der einfach nur vor dem Club herumlungert und auf eine Chance wartet, nach der Show mit der Band zu sprechen, hat der Manager keine Lust. Also wird Nathan Gay gebeten zu gehen. Aber Nathan geht nicht. Das Intro erklingt und die Band startet den Song Breathing New Life. Der perfekte Opener für einen ausgelassenen Konzertabend. Würde Nathan Gale nicht in diesem Moment über den Zaun vor dem Club springen und schnurstracks in den Seiteneingang rennen? Als die Konzertbesucher bemerken, dass auf einmal ein Mann von hinten gen Bühne stürmt, denken sie sich nicht viel dabei. Vielleicht einfach ein Fan, der Stage Diven oder einen Moshpit starten möchte. Aber Nathan Gale hat etwas anderes im Sinn. Er springt auf die kleine Clubbühne und zieht eine Waffe. Eine 9mm Beretta. Und damit schießt der Dimebag Darrell direkt in die Stirn. Gale schreit irgendwas, aber die Musik ist so laut, dass man ihn unmöglich hören kann. Zuerst versteht niemand, was los ist. Die Show geht gerade einmal 90 Sekunden. Viele der Besucher glauben an einen einstudierten Stunt und recken ihre Fäuste. Ein Security-Mitarbeiter wundert sich, weil er denkt, die Band hätte auf einmal kleine Pyrotechnik dabei. Nathan Gale ist blitzschnell. Mit seiner Handfeuerwaffe schießt er aus nächster Nähe insgesamt dreimal in Dimebag Darrells Kopf. Ein vierter Schuss trifft die Hand des Gitarristen. Erst als der Rest der Band aufhört zu spielen und nur das schnarrende Feedback von Dimebags Gitarre in der Luft hängt, wird die Lage deutlich. Dimebag bricht blutend zusammen. Nathan Gale schießt nun wahllos ins Publikum. Als der Security-Chef Jeff Thompson reagiert und ihn zu Boden reißt, feuert Gale auch auf ihn. Der Sänger von Damage Plan schreit noch ins Mikrofon, ruft 911 an. Dann rennt er von der Bühne. Die meisten Konzertbesucher geraten in Panik und verlassen fluchtartig das Gebäude. Vier Konzertbesucher ziehen gemeinsam Dimebag von der Bühne und legen ihn auf den Boden, um ihn zu reanimieren. Ein weiblicher Fan ist Krankenpflegerin und führt an Dimebag eine Herzdruckmassage durch. All das, während Nathan Gale noch immer seine Waffe gezückt hat und Schüsse abgibt. Zwei weitere Konzertbesucher leisten erste Hilfe für den Security Jeff Thompson. Auch er bekommt eine Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Immer wieder müssen die Ersthelfer zwischendurch das Blut des Angeschossenen ausspucken, das ihnen dabei in ihre Münder läuft. Die Konzertbesucher riskieren ihr eigenes Leben, um den Verletzten zu helfen. Später geht man davon aus, dass Nathan Gale nach Dimebag gezielt auf die Leute schießt, die versuchen, ihm zu helfen. Er trifft dabei den Tourmanager von Damage Plan in den Bauch. Auch der Schlagzeugtechniker wird getroffen. Der 24 Jahre alte Nathan Bray, der verzweifelt versucht, Dimebag Darrell wiederzubeleben, dreht sich zu Gale um und schreit ihn an. Er fragt in Panik, was soll der Scheiß, Alter? Gale lädt daraufhin seine Waffe nach und schießt Nathan Bray in die Brust. Der 24-jährige Konzertbesucher stirbt noch am Tatort. Ein 29-jähriger Angestellter des El Rosa Clubs, Aaron Hulk, stirbt ebenfalls an Schussverletzungen. Nathan Gale trifft ihn viermal in die Brust, einmal in die Hand und einmal ins Bein. Binnen weniger Minuten gehen zahlreiche Notrufe bei der Polizei ein. Die nächste Polizeiwache ist nur 3 Kilometer von der Venue entfernt. Der erste Polizist, der vor Ort ist, ist James D. Niggemeyer. Er betritt den El Rosa Club durch den Hintereingang und sieht Nathan Gale, der noch immer sporadisch Schüsse abgibt und sich im Bühnenbereich aufhält. Gleichzeitig kommen Kollegen von Niggemeyer durch den Vordereingang. Als Gale bemerkt, dass die Beamten näher kommen, packt er einen der Verletzten und hält ihn als eine Art menschliches Schutzschild vor sich. Der Amokläufer ist so abgelenkt von den Polizisten vor sich, dass er James Niggemeyer hinter sich nicht bemerkt. Die Ersthelfer aus dem Publikum zeigen auf Gale und schreien, die Beamten sollen ihn erschießen. Und genau das macht James D. Niggemeyer. Von Nathan Gale unbemerkt springt er hinter dem Schlagzeug auf der Bühne hervor und tötet ihn mit einem Schuss in den Kopf. Danach steht der Polizist sichtbar unter Schock und sagt immer wieder, ich musste es tun, ich musste es tun. Noch bevor die Polizisten den El Rosa Club stürmen und Gale erschießen, flüchtet Dimebags Bruder Vinny in Panik. Er hat gerade mit eigenen Augen beobachten müssen, wie sein Bruder vor ihm ermordet wurde.
Er rennt zum Damage Plan Tourbus und klettert in das Bett, in dem sein Bruder noch vor wenigen Stunden geschlafen hat. Dort bricht er weinend zusammen. Insgesamt verlieren am Abend des 8. Dezember 2004 5 Menschen ihr Leben auf dem Damage Plan Konzert in Columbus. Darunter auch der Amokläufer Nathan Gay. Auch der Rosa-Mitarbeiter Aaron Hulk stirbt. Ebenso wie Damage Plan Security-Chef Jeff Thompson, Konzertbesucher Nathan Bray und Gitarrist Dimebag Darrell. Der legendäre Metal-Musiker wird nur 38 Jahre alt. Nathan Gale hatte mehr als 30 weitere Schuss Munition bei sich und hätte noch mehr Menschen in den Tod reißen können, hätte James Dean Nigamey ihn nicht erschossen. Das Entsetzen nach dem Amoklauf ist riesig und eine Debatte über die Sicherheit von Konzertbesuchern entbrennt. Genauso wie zahlreiche Gerüchte rund um das Motiv für Nathan Gales Vierfachmord. Eines ist sehr schnell klar. Ziel des Angriffs war Damage Plan Gitarrist Dimebag Darrell. Mehrere Zeugen berichten, dass Nathan ganz gezielt auf ihn zugegangen ist, nicht auf andere Bandmitglieder. Die Tatwaffe hatte Nathan Gale übrigens ein paar Jahre zuvor von seiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen. Damals war der junge Mann noch im Militärdienst. Nathan Gale hat zeitweise für die Marines gearbeitet. 2003 wurde er aber entlassen, nachdem bei ihm eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert wurde. Diese Erkrankung ist vermutlich auch ein Faktor für seine Tat. Nach seiner Kündigung bei den Marines hat sich Nathan, der schon zuvor großer Metal-Fan war, in die Musik geflüchtet. Er ist schon länger Pantera-Fan. Einmal besucht er mit Freunden ein Pantera-Konzert in Dayton, Ohio. Er wird dabei von seiner Gruppe getrennt, kehrt aber am nächsten Tag zurück und erzählt allen, er habe sich mit der Band angefreundet. Später behauptet er, die Band habe einige Songs von ihm geklaut und ohne seine Zustimmung veröffentlicht. Deshalb wolle er Pantera nun verklagen. Zwar schreibt Nathan hin und wieder eigene Songs, allerdings spielt er sie nie ein oder performt sie live. Und dass er die Bandmitglieder von Pantera kennt, war auch eine Lüge. Anfangs ist er einfach Fan, aber mit der Zeit wird seine Leidenschaft immer obsessiver. Und das wird auch als Motiv für Nathan Gales Amoklauf gehandelt. Er soll enttäuscht über die Auflösung von Pantera gewesen sein. Und seine Wut hat sich womöglich auf Dimebag Darrell konzentriert, der sich in einigen Interviews negativ über die letzten Bandjahre geäußert hat. Auch der Pantera-Sänger Phil Anselmo hat in einigen Interviews kein gutes Haar an seinem ehemaligen Kollegen Dimebag gelassen. In einem Gespräch mit dem Metal Hammer sagte er 2004 etwa, Dimebag würde es natürlich verdienen, ordentlich verprügelt zu werden. Womöglich hat all das Nathan Gale zu dem Schluss gebracht, dass Dimebag Darrell schuld an der Auflösung seiner Lieblingsband gewesen sei. All diese Angaben basieren auf Aussagen von Personen, die Nathan Gale persönlich kannten. Faktisch kann bei den polizeilichen Ermittlungen kein Zusammenhang zwischen der Auflösung von Pantera und der Ermordung von Dimebag festgestellt werden. Und das, obwohl Nathan Gale ja schon im April 2004 ein Damage Plan Konzert gestört hat, indem er auf die Bühne sprang. Also 8 Monate vor der Ermordung von Dimebag. Die Ermittlungen werden im Oktober 2005 abgeschlossen. Offiziell wird kein bestimmtes Motiv für den Angriff festgesetzt. Konträr dazu äußert sich aber Phil Anselmo in einem Interview 2011. Er gibt an, er habe mit James Dean Nigemeyer gesprochen. Anselmo erinnert sich so an das Gespräch. Ich wusste genau, was er sagen würde, als ich ihn fragte, warum hat er Dimebag erschossen? Er sagt, die Polizei hätte in der Wohnung dieses mordenden Motherfuckers ein Notizbuch nach dem anderen gefunden. Stapelweise Notizbücher, in denen stand, wie er Pantera töten wollte, weil sie seine Songs geklaut hatten. Pantera töten, Pantera. Nicht ein einziges Mal wurde einer von uns namentlich genannt, und wenn doch, dann waren wir alle 4 gemeint. Aber das war selten. Und so sagte ich zu diesem Cop: Du meinst also, wenn ich in dieser Nacht mit Superjoint oder Down gespielt hätte, wäre dieser Motherfucker hinter mir her gewesen? Und er sagte nur, auf jeden Fall. Er weinte und alles, was er tun konnte, war mit dem Kopf zu nicken und zu sagen, ja, absolut. Dimebag Darrell wird in einem Sarg seiner Lieblingsband Kiss beerdigt. Der Sarg wurde von Kiss-Bassist Gene Simmons persönlich gespendet.
Der legendäre Gitarrist Eddie Van Halen stiftet eine Custom-Gitarre, die in Dimebags Sarg gelegt wird. Eddie Van Halen war sein größter Held und hat seine Musik maßgeblich beeinflusst. Genauso wie Dimebag Darrell auch heute, 20 Jahre nach seiner Ermordung, noch immer die Metal-Szene prägt. Mittlerweile lebt auch Dimebags Bruder Vinnie Paul nicht mehr. Der Drummer starb 2018 an einem Herzinfarkt und wurde neben seinem Bruder bestattet, ebenfalls in einem Kiss-Sarg. Vinnie Paul hat sich Zeit seines Lebens nie wieder mit Pantera-Sänger Phil Anselmo versöhnt. Er hat ihm immer eine indirekte Schuld an der Ermordung seines Bruders Dimebag gegeben. Vinnie und Paul haben nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. James Dean Niggemeier, der den Amokläufer Nathan Gell am Tatort erschossen hat, ist 2007 aus dem Polizeidienst ausgestiegen. Bei ihm wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, wegen der er auch Jahre nach der Schießerei in psychologischer Behandlung war. 2016 wird die US-amerikanische Sängerin Christina Grimmie bei einer Autogrammstunde erschossen. Zu diesem Fall gibt es schon ein Video hier bei Insolito. Ich verlinke es euch in der Infobox. Damals setzt der offizielle Facebook-Account von Pantera folgendes Posting ab. Wir sind so traurig und enttäuscht zu hören, dass Christina Grimmie auf die gleiche Weise erschossen wurde wie Dimebag Darrell. Nach der Ermordung von Dime haben wir alle dafür gebetet, dass unsere Branche, das heißt Clubbesitzer und Veranstalter, alles Notwendige tun würden, um Künstler vor bewaffneten Fanatikern zu schützen. Leider ist das nicht der Fall. Und ein weiterer aufstrebender Star musste die Konsequenzen mit ihrem Leben bezahlen. Es muss sich etwas ändern. RIP Christina und RIP Dime, Jeff Thompson, Aaron Hawk und Nathan Bray. Dieser Fall wurde sich übrigens von ein paar von euch gewünscht. Wenn ihr selbst Fälle im Kopf habt, die ihr gerne mal bei Insolito sehen möchtet, schreibt das einfach in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann bald auch ein Video zu eurem Wunschthema. Also wie gesagt, lasst eure Vorschläge gerne in den Kommentaren da. Ich bin gespannt, sie zu lesen. Gleichzeitig unterstützt ihr auch so den Kanal. Denn je mehr Interaktion es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Solltet ihr die Videos ohne Zensur und Werbung sehen wollen, abonniert mich einfach bei Patreon. Den Link dazu und zu meinen anderen Socials wie Instagram findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich danke euch für die Unterstützung und das Zusehen und wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.